Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer. Die aktuelle Sonntagsfrage haben wir uns gerade mit Professor Beutelmeier angesehen, aber jetzt analysieren wir diese Ergebnisse und wie immer tun wir das mit Maria Rauch-Kallert. Schönen guten Abend. Peter Westenthaler und Josef Czapp. Wir schauen als erstes natürlich einmal auf die Sonntagsfrage und da haben wir vorher schon gesehen, da ist diese Woche wieder Bewegung drinnen, sowohl in der Hochrechnung als auch in den Rohdaten, aber zuerst einmal die Hochrechnung. Die FPÖ plus 2 Prozentpunkte, jetzt schon bei 28%, damit deutlicher noch auf Platz 1, 6 Prozentpunkte Vorsprung vor der SPÖ, die verliert 1 Prozentpunkt, ist bei 22, ÖVP ebenfalls minus 1, 20%, die Neos verlieren 2 Prozentpunkte, kommen auf 10, Grüne plus 1 sind bei 9, die KPÖ, das ist interessant, hier jetzt bei 4% plus 1 und die Bierpartei bei 6%, damit die zwei, wenn man sie zusammenzählen würde, wären schon bei 10%. Aber starten wir vielleicht mit den Top 3. Frau Kallert, die FPÖ legt wieder zu, nachdem es jetzt doch einige Wochen eine gewisse Stabilität gab, so rund um 26%, jetzt geht es wieder aufwärts, während ÖVP und SPÖ leicht abbauen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Woran es liegt, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es ist diese ganze Umfrage durch sind die Daten nicht erfreulich, außer für die FPÖ, die zulegt. Allerdings alle anderen, auch Vertrauensindex und Teuerung wird stärker gespürt, ist im negativen Bereich. Das heißt, es verschlechtert sich in dieser Woche entweder das Sample, das der Herr Beutelmeier diese Woche erwischt hat, war ein besonders negatives. Oder es ist die Stimmung schlechter geworden. Es war diese Woche, also in der Woche davor, man muss ja immer rechnen, Sie befragen ja Montag, Dienstag und Mittwoch, Montag bis Mittwoch. Also zählt das, was in der Woche davor ist. Es war in der Woche davor nichts Dramatisches, was aufgefallen wäre, was das beschleunigt. Aber sehr erfreulich ist diese Umfrage absolut nicht. Mhm. Herr Westenthaler, für Sie ist es als Einziger an dem Tisch eigentlich eine gute Woche. Die FPÖ legt zu, wenngleich die Maria Rauch-Kallert da völlig zu Recht sagt, die Stimmung generell geht runter. Das ist, glaube ich, für niemanden erfreulich in dem Land. Aber die FPÖ ist wieder im Aufwärtstrend, nachdem sie jetzt doch eine Zeit lang eher stabil war. Sehen Sie ein Ereignis, das da passiert ist, das das getriggert hat, oder ist es eher ein generelles Stimmungsbild? Nein, es ist schon. Es hat in dieser Woche zwei elementare Ereignisse in der Innenpolitik gegeben, die permanent fast täglich berichtet worden sind. Das eine Elementareignis ist die rasante, dramatische und beängstigende Zunahme der Migrantenkriminalität in Österreich. 17 Vergewaltiger, 12-jähriges Mädel, jeden Tag Messerstecherei, Schiesserei, Vergewaltigungen an der Tag von sogenannten Bereicherern, die in unser Land einströmen. Und da sehen wir eindeutig, dass es nur eine einzige Partei gibt, die sich um dieses Thema kümmert, die sich schützend vor die Menschen stellt. Heute Großveranstaltung in Wien Favoriten, das traut sich sonst niemand, sondern nur die Freiheitliche Partei. Und man sieht es auch bei den anderen Parteien. Die ÖVP scheitert an diesem Thema, der Innenminister scheitert, die Regierung scheitert, weil sie es nicht zustande bringen, die Grenzen dicht zu machen und die Täter, nämlich die 17 Vergewaltiger, einzusperren. Die laufen nach wie vor frei herum. Das zahlt negativ ein für eine Regierung der ÖVP. Und die Sozialdemokraten wollen sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. Die sprechen nicht drüber. Die machen lustige Klausuren in der Therme im Burgenland, reden über Gott und die Welt. Viele reden, nichts dahinter. Kein Wort zur Migrationsproblematik. Das war Thema Nummer eins. Und das Thema Nummer zwei ist, da hat die ÖVP doch tatsächlich versucht, eine Sudelkampagne loszutreten. Nämlich genau gegen Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei in bester Manier eines gewissen Herrn Silberstein, das kennen wir schon, mit Dossiers, mit Geheimen, mit Attacken, die sich dann in Luft auflösen. Also das ist schon bemerkenswert, was da passiert. Und
Wahrscheinlich war die ÖVP damit nicht sehr gut beraten, auch noch zu dieser Sudelkampagne ihre zwei Minusmänner jeden Tag vorzuschicken. Ich sage es vorsichtig, Minusmänner, andere sagen die zwei unsympathischen Politiker des Landes, nämlich Stocker und Hanger. Das ist schon bemerkenswert, die jeden Tag die ÖVP, die FPÖ ankübeln mit unbewiesenen Behauptungen, die sie dann in Luft auflösen oder sogar gerichtlich geahndet werden. Es gibt eine Rechtskräftigkeit in dieser Woche, eine Unterlassungsklage gegen die ÖVP, gegen den Generalsekretär Stocker, was diese ganze Russland-Connection anbelangt, darf nicht mehr gesagt werden, muss widerrufen werden. Und siehe da, diese Sudelkampagne à la Silberstein ist so, so erfolgreich, dass die ÖVP abstürzt und die FPÖ wieder hinaufgeht auf 28%. Und ich kann nur sagen, nur so weiter, ÖVP. Das ist etwas, was die Menschen einfach nicht wollen. Die Sudelei, das Anpatzen, das Diffamieren. Und das macht die ÖVP jetzt mittlerweile seit 2 Monaten, ausgehend von ihrem Plan A. Da haben sie den Herrn Kickl schon 1000 Mal, ungefähr gefühlte 1000 Mal in ihrer Veranstaltung mit Videos, Einspielungen und wüdersten Diffamierungen und Beschimpfungen dort bedacht. Ich kann nur sagen, ÖVP macht es weiter so, dann werden wir nächste Woche unter 20% der ÖVP sein und die Freiheitlichen wieder bei 30. Weil das ist ein Politikstil, den niemand will. Wir da erinnern nicht und die Menschen auch nicht. Und das waren die zwei Ereignisse, die diese Umfrage natürlich erklären. Gleich ja, vorweg, diese Sudelkampagne. Ja, die Sudelkampagne. Einfach kurz antworten wahrscheinlich, oder? War nicht die ÖVP, sondern ein Nachrichtenmagazin, das die Connection der FPÖ zu Russland und vor allem den. Also es gibt einen Vertrag oder einen Freundschaftsvertrag zwischen der FPÖ. Seit 3 Jahren. Strache hat den aufgelöst. Aber das ist offensichtlich nicht wirklich durchgedrungen. Ja, bei euch nicht. Und auch den Umbau des Inlandssicherheitsdienstes, des BVT. Das heißt, hier würde ich jetzt einmal vorsichtig sein. Ich wiederhole nicht, was in diesem Medium gesagt wurde, aber da wäre ich schon sehr vorsichtig, also was die Zusammenhänge. Schon wieder was drauf sagen. Nein, also ich wäre schon sehr vorsichtig. Ja, nein, ihr müsst vorsichtig sein, weil ich habe anbelangt, es sind wieder jetzt zwei Diplomaten ausgewiesen worden aus Österreich, also die Verbindungen zum russischen Geheimdienst oder Secret Service sind nicht so ohne, auch in Österreich. Wir wissen, dass Österreich immer eine Drehscheibe war, seit dem Zweiten Weltkrieg. Und daher würde ich hier sehr vorsichtig sein, lieber Peter. Ich wäre an deiner Stelle sehr vorsichtig, denn es gibt seit wenigen Tagen ein rechtskräftiges, letztinstanzliches Urteil. 20.000 Euro. Nein, nicht 20.000 Euro. Die beklagte Partei ist schuldig. Weißt du, wer die beklagte Partei ist und wer schuldig ist? Das weiß die ÖVP. Ich schon, Und die hat diese Connection, diese miese Unterstellung, dass die FPÖ aus Russland bezahlt wird, dass die FPÖ aus Russland bezahlt wird, diese miese Unterstellung hat ein Gericht für schuldig empfunden. Das heißt, ihr müsst das unterlassen, ihr müsst das widerrufen und ihr müsst 4.500 Euro zahlen. Also wer muss da vorsichtig sein? Die ÖVP, die mit ganz miesen Unterstellungen versucht, den natürlich Führenden in den Umfragen aus Verzweiflung, weil der ÖVP gerade untergeht und gerade blub blub macht wie die Titanic, schlagen sie herum und kommen mit ganz miesen Unterstellungen, die schon ein Gericht widerlegt hat. Da müsst ihr aufpassen und nicht die ÖVP. Vorsichtig sein, was da jetzt noch rauskommt. Da kommt gar nichts raus. Wie so vieles bei der ÖVP, was nichts rauskommt. Bevor das da zum Zweierduell ausartet, wie sehen Sie denn die Umfrageentwicklung? Ist es so, wie der Herr Westenthaler sagt, ist es das Migrationsthema? Er hat auch gemeint, und die Angriffe der ÖVP auf die FPÖ, die der FPÖ da derzeit nach oben verhelfen. Sind das die zwei Themen, Ihrer Meinung nach? Zuallererst muss ich sagen, ich genieße diese Diskussion natürlich als Dritter im Bunde hier. Wenn es sein muss, soll ja ein Eintrittskartenpreis, ist mir auch kein Problem. Also, und dann weitermachen. Hauptsache, du fühlst dich wohl, Herr Rieder. Ich fühle mich total wohl, also ich finde das total okay. Bei der Umfrage wahrscheinlich weniger. Nein, dazu komme ich gleich dazu. Schau, ich bin der Meinung, man soll politische Konflikte politisch austragen. Ja. Der zweite Untersuchungsausschuss der ÖVP schaut nicht so aus. Ja, sondern das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ihr quält uns mit dem Untersuchungsausschuss Covid, immerhin geht es um 17, 18 Milliarden, da muss man ein bisschen Licht hinein
in diese Dunkelheit bringen will, heute schon für berechtigt, als ehemaliger Parlamentarier, finde ich, ist es ein berechtigter Untersuchungsausschuss. Der andere Untersuchungsausschuss ist eh schon daneben gegangen, weil die ganze rote Seite, die man dort vorführen wollte, wo es gerade von der WKStA komplett freigesprochen worden. Ja. Alles wurde niedergelegt, passiert gar nichts mehr. Es bleibt nur mehr die paar Geschichten da halt von den Freiheitlichen, und das müsst ihr euch dann untereinander ausmachen, da bin ich dann nicht mehr dabei. In unserem Teil ist die Sache erledigt. Ich bin nur gegen Kriminalisierungen und ich bin dagegen, dass man politische Konflikte nicht politisch austragt. Das sage ich schon, weil dann verlange ich mein Preis für die Eintrittskarten da wieder zurück. Ja, das will ich nicht hören. Sondern wir haben, dass das einfach ein Konflikt und eine Diskussion ist. Also was ist die unerfreulich? Ja, sage ich ja. 28, 22, 20 ist schlicht unerfreulich. Für wen? Naja, in dem Fall am unerfreulichsten für die ÖVP. Ja, das muss ich schon sagen. Aber nicht viel erfreulich. Aber ich sage, 22% für die SPÖ ist auch nicht erfreulich. Das ist ja klar. Die werden sicherlich jetzt in der Zentrale der SPÖ darüber nachdenken, wie man höher aufkommt. Ist ja logisch, es macht auch jeder. Hingegen die Freiheitlichen brauchen nur schauen, wie bleibt man dort, wo man ist. Ist ja auch schon was. Wenn wir mal sehen, ob sie dort bleiben, weil der Wahlkampf hat ja noch gar nicht so richtig begonnen. Aber das ist einmal ein Faktum. Das, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass die Bierpartei, ohne auch nur irgendwas zu machen, außer das tägliche Bier zu trinken, mit 6% da liegt. Ja, ich frage mich immer noch, worauf und warum. Ja, aber mit 4% ist man im Parlament. Wenn es einem gelingt, dass er auf die Art ins Parlament kommt, dass er einfach nichts macht die nächsten 6 Monate. Die erste Rede wird sein, wisst ihr was, ich habe nichts gemacht, bin herinnen und so was. Ich rede auch nichts. Um weiter da zu bleiben, ist am besten, ich sage nichts. Aber es kriegt ja jeder von euch ein Freibier, denn ich bin nicht so. Also das könnte sein, dass das so der Beginn sein wird. Die KPÖ 4%. Ich glaube, die KPÖ ist jetzt ein regionales Phänomen in Graz und in Salzburg. Zwingend sehe ich noch nicht, dass der Wunsch nach der KPÖ bundesweiter ist. Aber 4% ist die Grenze. Wäre zumindest knapp drinnen. Aber schauen wir vielleicht gleich mal auf die Rohdaten. Denn was ja interessant ist, die Rohdaten sind von dieser Woche. Hochrechnung, sagen wir immer dazu, sind 2000. Also sprich die letzten 14 Tage. Rohdaten sind ganz aktuell von dieser Woche eben nach der Salzburg-Wahl dementsprechend. Da sind ähnliche Trends, aber mit etwas mehr Ausschlag. Die FPÖ geht hier sogar um 3 Prozentpunkte rauf auf 25%, SPÖ minus 2 auf 15, ÖVP minus 1 auf 13, Grüne 7, Neos 5. Und das ist schon interessant in den Rohdaten. KPÖ plus 2 auf 5%, Bier 6%. Das heißt, KPÖ und Bier, wenn man die jetzt da in einen Topf wirft, hätten gemeinsam derzeit 11%. Herr Westenthaler, ist das ein nachhaltiges Wähler sozusagen Potenzial oder sind das halt ja, derzeit welche, die, sage ich einmal, ein bisschen im Sog dieser Salzburg-Wahl dort zu finden sind, aber in ein paar Wochen wieder woanders ausschaut? Also ich bleibe da meiner Linie treu, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen anders ausschaut aufgrund der Ereignisse in Salzburg. Das sind natürlich, da hat der Josef Czap recht, lokale Ereignisse, die sich in einem Fall auf Graz und Salzburg beziehen, auf dem anderen Fall wahrscheinlich ein bisschen auf Wien. Ich glaube nicht, dass am Ende bei der Nationalratswahl die beiden Parteien so ein Ergebnis einfahren. Aber sie fahren ein Ergebnis ein. Und zwar auch, wenn sie nicht reinkommen. Und wenn man das jetzt hier anschaut, dann zahlt das am meisten bei der SPÖ ein. Das heißt, die SPÖ verliert genau die 2% in den Rotdaten, die die KPÖ zulegt. Und das ist ein strukturelles Problem für die Sozialdemokraten, die da trotz, das muss man sich mal vorstellen, trotz der Positionierung ihres Parteiobmannes, der ist ja auch ein Marxister bekennender, trotz der Positionierung ihres Parteiobmannes, der versucht, verzweifelt seine Partei an den linken Rand zu setzen, thematisch, inhaltlich und in der Ausrichtung, gelingt es ihm nicht, die KPÖ und schon gar nicht die Bierpartei zu schnupfen. Das liegt an der personellen Schwäche des Vorsitzenden. Ich meine, der ist fertig geworden, das ist vorbei, da passiert nichts mehr. Also die Sozialdemokraten kriegen ein Obmannproblem, ein echtes Obmannproblem, weil der war ja auch Hans Dampf in allen Gassen in den letzten Tagen, der hat man nicht vergessen. Der ist ja nicht verschwunden, der ist ja überall aufgetreten und trotzdem minus 2. Also da ist ein strukturelles Problem, das die Sozialdemokratie zu lösen hat. Ich finde es eigentlich extrem spannend, wenn man hernimmt ÖVP und Grüne, also die Regierungsparteien, und jetzt mache ich mir den Spaß und nimm nur den Neos dazu. Wenn du die drei Parteien zusammenzählst, haben die gerade einmal so viel wie die gesamte FPÖ in den Umfragen. Und das ist schon zum Genieren für eine Regierungspartei eigentlich und für die Regierung. Ich meine, eine Regierungspartei, die den Kanzler stellt, 13% in der Erstfrage in der Ungestützten,
das ist ein Abgesang, ich meine, da kannst du zuspüren. Und das verändert sich auch nicht mehr, verstehe die ÖVP nicht, die jetzt eine katastrophale, ja desaströse Niederlage nach der anderen kriegt, jetzt Salzburg minus 16, abwarten auf Innsbruck, das wird der nächste Absturz total von einem Herrn Durske, den dort keiner kennt. Also die kommen nicht einmal in die Stichwahl in Innsbruck, im Heiligen Land, das wird man sehen. Und dann kommt die Europawahl und die Nationalratswahl. Und was ich mich frage ist, sind die von allen guten Geistern im wahrsten Sinne des Wortes verlassen? Haben die kein Gespür mehr für die Menschen, für die Themen und für die Leute? Regieren jeden Tag an der Bevölkerung vorbei, keine Themen, kein Kampf gegen die hohen Preise der Inflation, die noch immer hoch sind, keine Antwort auf die Migrationsfrage, machen irgendwelche Gipfel, versprechen Milliarden, die in ein paar Jahren irgendwie daherkommen, die haben fertig. Und ich frage mich, gibt es in der ÖVP überhaupt keinen einzigen Strategen mehr, der sieht, in welches Desaster diese Partei mit diesen Werten, das sind ja Sockelwerte, mit 13% ungestützten Zustimmungen. Ich meine, das sind ja die Familienmitglieder nur mehr. Und die werden ja da nicht alle wahrscheinlich bei der ÖVP. Familienmitglieder und Freunde, mehr ist ja das nicht mehr. Also da ist ein ebenfalls strukturelles Problem da. Und ich muss sagen, die ÖVP ist am Weg, voll mit 300 km/h gegen eine Wand zu fahren und tut nichts dagegen. Setzt auf einen Spitzenkandidaten, der die komplette Glaubwürdigkeit verloren hat, den keiner mehr was glaubt. Okay. Wie könnt ihr sagen, wie könnt ihr es nicht stören? Auf der anderen Seite denke ich mir, irgendwann einmal wird es dann auch eng für Koalitionen, für die ÖVP, weil die wird nicht mehr Koalitionspartner sein können mit diesen Daten. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Also hochspannend, hochinteressant, dass sich da eine Partei de facto selbst aufgibt. Frau Kallert, Sie sehen das wahrscheinlich nicht ganz so, aber mit 13% kann man trotzdem schwer mit 13% kann man gar nicht zufrieden sein. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, es ist nach wie vor wichtig, dass die Regierung in ihren Initiativen, das war jetzt das Wohnbaupaket, das sie vorgestellt hat und das jetzt hoffentlich demnächst auch ins Parlament kommen wird mit allen Initiativen und dass sie mit ihren Antworten auch auf Teuerung in die Gänge kommt. Da gebe ich dem Peter Westenthaler recht. Hier auch die Unzufriedenheit der Menschen und das, was die Menschen spüren im Bereich der Energie, des Einkaufens, um denen auch entgegenzuwirken und dann vor allem auch sich zu positionieren für die Europawahl. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten für diese Europawahl werben, und zwar für Europa als solches. Denn letztendlich verdanken wir Europa zumindest eine Friedensphase, nicht nur, aber zumindest eine Friedensphase, die es davor in dieser Länge nie gegeben hat in Europa. Und wir verdanken ja auch wirtschaftlich sehr viel. Also Österreich ist damit in die Mitte des Kontinents gerückt. Wir waren ja seit dem Zweiten Weltkrieg immer am Rand und am Rand des Ostblocks, sind das Gott sei Dank nicht mehr. Und davon hat vor allem Österreich und auch der Export in Österreich sehr profitiert. Und daher wird es notwendig sein, dass wir in diesen nächsten Wochen und Monaten bis zum 9. Juni, da ist dann diese Europawahl, massiv bei den Wählerinnen und Wählern nicht nur dafür werben, dass sie zur Wahl gehen, sondern dass sie auch Österreich in Europa stärken, je höher die Wahlbeteiligung ist und je höher das Wahlergebnis für die proeuropäischen Parteien ist, umso wichtiger ist es und sind ja lauter proeuropäische Parteien mit Ausnahme der Freiheitlichen, die nicht so europäisch denkt und ja manchmal auch über den Austritt nachdenkt. Da würde ich sehr davor warnen, daher wird es in allererster Linie wichtig sein, hier für Europa
die Stimme zu ergreifen. Die machen nicht wieder scharf, dann komme ich wieder nicht drauf. Darf ich auch Fragen stellen? Also erstens waren die Freiheitlichen die allerersten, die für Europa waren. Darf ich daran erinnern? Aber, weil dieses Konvolut, das da stattfindet, dieser Kriegstreiber auf europäischer Ebene, keiner mehr will. Wer will denn in diesem Verein noch sein? Das ist ja eigentlich katastrophal. Vom Austritt redet auch keiner, sondern von einer Erneuerung, die über Wahlen jetzt am 9. Juni stattfindet. Da wird es die alle wegfegen, die Flinten Uschi und wie sie alle hassen, die Milliarden verbraten. Aber ich würde was ganz anderes fragen. Ich würde was sehr Grundsätzliches fragen. Es interessiert mich als Beobachter. Jetzt hast du da einige Punkte aufgezählt, die ich durchaus für richtig empfinde. Du hast ein paar inhaltliche Punkte und du hast gesagt, man muss sich jetzt mit den Wahlen auseinandersetzen, muss dort werben mit seinen Inhalten und Stimmen. Ich gebe dir da hundertprozentig recht. Nur was denkt sich dann die Maria Rauch-Kallert, wenn sie eine Woche lang jeden Tag ihre Parteikameraden sieht, die zwei Hochsympathler, Stocker und Hanger, die jeden Tag nichts anderes tun, und damit ist die ÖVP derzeit als positioniert, eine andere Partei anzuschütten, diffamieren und niederzumachen. Und das Schlimme daran ist, die Umfrage, es tut sie nichts. Der Stocker und der Hanger müssten doch heute vom Trampolin ins ungefüllte Schwimmbecken springen. Die sind ja gescheitert bis zum Geld nicht mehr. Die sind fertig gefahren. Die machen eine Wochenkampagne aller Silberstein, ja, mit Diffamierungen. Und was passiert? Ihre Partei stürzt ab und die Freiheitlichen gehen um 2 hinauf und in den Rotarten um 3. Da muss ich ja eigentlich auf Knien sagen, bitte verrammt die zwei und macht das, was du gesagt hast, gebe ich dir recht. Inhalte diskutieren, um Argumente ringen, aber da nicht Menschen niedermachen, das will kein Mensch und das macht jetzt die ÖVP. Die ÖVP, die österreichische Verliererpartei, ÖVP, ist in allen Umfragen daneben bei den Wahlen auch und haut wütend um sich, weil sie ertrinkt und wir andere mit runterreißen. Und die Wählerinnen und Wähler spielen bei dem Spiel nicht. Mir gefällt der Peter Westenthaler, wenn er immer, wenn angegriffen wird, ist er plötzlich dafür, dass man niemanden wehtut. Aber dazwischen, in den Jahren davor, wirft er selbst die Dreckbatzeln ununterbrochen gegen Hanger und gegen Stocker. Gegen ein paar Zinsen für Arme? Hat er ja gerade getan. Entschuldigung, aber das sind ja lächerliche Gestalten. Die zwei sind doch lächerliche. Die reichen ja nichts. Die Menschen folgen denen nicht. Also nicht wehleidig sein. Wir unterbrechen dieses Duell wieder. So, also Josef Schaub, Sie sind am Wort. Herr Schaub. Ja, ich glaube, kommen wir zu den Rotarten noch einmal. Was mich bei Ihnen nämlich interessieren würde, ist diese 11% KPÖ und Bier. Das ist doch schon, Peter Westner hat es, bevor sozusagen dann das andere Thema aufkam, ja auch gesagt, eigentlich auch ein Armutszeugnis für Andreas Babler, der anscheinend gegen links nicht abdichtet, was ja sein Hauptwahlargument. Also mein Hauptargument ist, wenn der Bernhard Auinger gewinnt in Salzburg und Bürgermeister wird, dann wird er auf diese Not im Mietenbereich, im Wohnungsbereich, im Sozialbereich in Salzburg-Stadt eingehen müssen. Das wird beispielhaft dann natürlich auch über die Stadt Salzburg gehen, nehme ich einmal an. Und es kann sein, dass es dann bei den Umfragedaten auch bei der SPÖ hilft. Der zweite Punkt ist, das hat sich natürlich noch zu früh rumgesprochen, aber bei der Clubtagung der Wiener SPÖ ist jetzt beschlossen worden, dass es Pflicht ist, für Asylberechtigte Deutsch zu lernen. Und wenn sie es nicht machen, wird die Mindestsicherung reduziert. Das ist einmal eine neue Tonlage, ja, die finde ich einmal sehr positiv. Und es kommt noch dazu, dass der Bürgermeister sich auch dafür ausgesprochen hat, dass da nicht in der Öffentlichkeit mit Messern und Pistolen und so weiter hantiert wird, also nicht nur am Brauterstern, sondern überhaupt. Also Recht und Ordnung und auch Strenge gegenüber diejenigen, die glauben, sie können herkommen, nicht Deutsch lernen, nicht integrativ sein und keinen Hocken finden und aus. Ja, nein, das finde ich gut so. Also das wird in den Umfragedaten raufführen. Bei der EU-Wahl werden diejenigen gewinnen, die imstande sind, dass sie in der Friedensfrage eine klare Position beziehen. Ja, ich bin fast der Meinung, der Papst soll kandidieren. Ja, der hat ein bisschen so meine undiplomatische Formulierungsgabe. Aber im Prinzip, also mit, dass man Friedensverhandlungen andenkt und überlegt, bin ich auf seiner Seite. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Migrationsfrage im EU-Bereich wird eine ganz entscheidende Frage sein. Wo kann man künftig einen Asylantrag stellen? Hoffentlich außerhalb der EU. Strenger, das dänische Modell.
ich sage das jetzt bei jeder Sendung, weil das so wichtig und so erfolgreich ist. Und das Dritte ist die Rückkehr der Atomenergie, wo ich massiv dagegen bin, ja, und wo es ebenfalls da so eine Lobby gibt, die das aufbauen will. So, warum geht es der ÖVP nicht besser? Das ist ganz einfach. Sie will nicht in den Markt eingreifen. Sie weigert sich aus ideologischen Gründen, hier da zu deckeln, die Teuerung zu bekämpfen, in allen Gesellschaften, ob das im Wohnen ist, ob das im Lebensmittelbereich ist, überall, das will die ÖVP nicht. Das heißt, das Prinzip der ÖVP ist, lieber klein, aber ideologisch rein. Wenn sie das haben will, dann ist aber mit 13% ist das nur immer hoch. Ja, also wenn ich das sozusagen wirklich noch weiter zu Ende denke, was jetzt der Nehammer, falls der da überhaupt noch beteiligt ist, ich weiß es schon gar nicht, habe den schon länger nicht mehr gesehen, hingegen den Brunner sehe ich schon wieder öfters. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber der Brunner und die Edstadler. Aber bei den Edstadler ist jetzt momentan Wiegelwogel, soll ich Kommissarin werden, wenn es überhaupt noch ausgeht, ja, mit dem Wahltermin und mit der Bestellung. Das wird eine hakelige Geschichte werden. Ja. Aber die Edstadler, die steuert ein bisschen in diese Richtung, nimmt aber den eine hohe Regierungsposition, höhere als sie jetzt hat, glaube ich, sicherlich auch. Ja. Da hat sie aber den Brunner als Gegner, der sparsame Vorarlberger, der kein sparsamer ist, aber jeder glaubt, jeder Vorarlberger ist sparsam, aber von dem Image lebt er halt. Also der ist da sozusagen auch einer. Die sind am Beginn einer Personaldebatte. Und genauso glaube ich, dass du eine Personaldebatte haben wirst, ich und andere bei den kleineren Parteien, weil ich bin einmal neugierig, wie das bei der KPÖ laufen wird. Ja. Weil wenn der da gerade in Salzburg sich in die Stichwahl gelächelt hat, dann ist die Frage in der KPÖ, warum soll das nicht gleich auf Bundesebene probieren? Ja, da wird die Frage dann beantworten müssen, warum wollen die Kommunisten weiter kommunistisch heißen? Hingegen die italienischen Kommunisten haben nämlich einen anderen Namen gehabt. Die haben gesagt, wisst ihr was, mit der Vergangenheit wollen wir nichts tun haben und heißen heute Demokratische Partei. So, die sagen, nein, wir wollen mit der Vergangenheit weiter, wir tun sie aufarbeiten. Ja, seit Jahrzehnten wird aufgearbeitet. Das finde ich ist ein bisschen ein langsamer Prozess, gerade bei einem Historiker, weil der Dankl ist ein Historiker. Ja. Also das ist ein bisschen etwas, da muss ich sagen, auch wenn jetzt gesagt wird, nein, wir respektieren Demokratie und Gewaltenteilung und nicht mehr Diktatur des Proletariats, ja, das haben sie müssen jetzt nachreichen, weil es ja Bürger Medien und bürgerliche Politiker gibt, die sagen, was ist eigentlich kommunistisch? Ja, wenn die nämlich bei den Namen bleiben. Wenn die den Namen weggeben und sagen, wisst ihr was, eher Blödsinn damals, ja, und der Stalin und die vielen Millionen Toten und so. Nein, die wollen dabei bleiben. Ja, das sind echte Kommunisten. Ja, die sind anscheinend, ja, die sagen, wir wollen nicht abrücken, ja, und Klassenkampf durch Lächeln. Das ist einmal etwas, das habe ich früher nicht gekannt, muss man jetzt umstellen. Ja. Aber die Chance ist jetzt da, dass vielleicht die Protest- und Wutwähler das als Zwischenstation auf dem Weg zur SPÖ betrachten in Salzburg. Und das ist meine Hoffnung. Auf der Bundesebene, trotz dieser Umfragedaten, die man ernst nehmen muss, 5% Rotdaten KPÖ, 6% Rotdaten Bierpartei, muss man ernst nehmen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. In weiß die Grünen dann noch machen, bei 7% weiß ich nicht, und bei den Neos ist es überhaupt kribbelig. Also das ist dann schon eine komplett andere Geschichte. Aber ansonsten, da hätte die SPÖ eine Chance, wenn sie da sozusagen in der Mitte, linke Mitte, rechte Mitte, Mitte, da sich stärker positioniert. Macht aber der Babler nicht, das ist das Problem. Ich meine, du machst den Babler nicht. Nein, aber es ist schwierig, den zu mengen, wie man da sieht in den Umfangmengen, viele andere auch nicht. Aber das hat ja auch einen Grund, weil nicht besser. Die SPÖ, weil du gesagt hast, du hast jetzt gerade allen möglichen Parteien ausgerichtet, dass sie Personaldiskussionen führen müssen. Bei der SPÖ, glaube ich, wird das ab bald der Fall sein. Aber das ist eher ein gutes Stichwort. Machen wir eine Werbepause und dann sprechen wir über die Kanzlerfrage. Da werden wir uns auch die Kanzlerwerte von Andreas Babler anschauen. Gleich geht's weiter nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer mit Peter Westenthaler, Maria Roch-Kallert und Josef Tschapp. Wir starten mit der Kanzlerfrage. Schauen wir uns die aktuellen Hochrechnungswerte hier als erstes an. FPÖ-Kandidat Herbert Kickl bei 27% plus 1. Karl Nehammer verliert 2 Prozentpunkte in der Kanzlerfrage, kommt auf 22% in der Hochrechnung, Andreas Babler auf 18. Beate Meidl-Reisinger liegt bei 9, Werner Kogler bei 7 und Dominik Vlatzny bei 9% ebenfalls plus 2. Kann am stärksten zulegen in dieser Woche. Herr Tschapp, nachdem Sie ein bisschen weniger zu Wort gekommen sind in der ersten Runde, starte ich mit Ihnen.
muss leider wieder mit Andreas Babler beginnen. Insofern ist es Ihnen vielleicht gar nicht so recht. Der kommt einfach nicht vom Fleck, muss man sagen. 18%. Na, er macht es spannend. Also, ich sehe das so, dass er. Der war gut. Er ist entscheidend ist bei so einem Wettbewerb, wo es um Wählerstimmen und Wahlergebnisse geht, wie was dann am Wahltag selbst ist. Auf dem Weg dorthin kommt jede Woche. Kannst einmal aufhören, einmal runtergehen, das ist richtig. Das ist jetzt einmal 18% die Hochrechnung, das ist. Noch nicht das Ziel, sondern das Ziel liegt natürlich sicher höher, da brauchen wir eh nicht reden. Ich denke, wenn man dort diese Politik, die ich vorhin schon beschrieben habe, auch von der europapolitischen Ebene mit dem Frieden, mit der Anti-Atom-Geschichte, wenn man also da mit der Migrationspolitik, wenn man da sich stärker positioniert und wenn bei der sozialen Frage auch diese ideologische Erstarrung der ÖVP da stärker ins Zentrum rückt, ich glaube schon, dass da natürlich weit mehr noch drinnen ist, aber das wird er oder sicher eine Strategie, nehme ich an. Und er wird entsprechend dann seiner Strategie diesbezüglich auch auftreten. Aber wenn ich mir dann die 22% von Nehammer anschaue, ich komme aus einer Zeit, wo der sozialdemokratische Kanzler so 60, 65, 68% gehabt hat. Das ist natürlich, bescheiden ist ein Hilfsausdruck, 22% ist eigentlich nur mehr eine Warteposition. Wann kommt der Nachfolger? Ja, weil was anderes fällt man immer mehr ein bei so einer Umfragengeschichte. Und das andere ist die Neos, die Grünen, die Bierpartei. Ja, was soll man dazu sagen? Frau Kallert, 14% nur in den Rohdaten für Karl Nehammer hochgerechnet, immerhin 22%, aber trotzdem -2. Ist natürlich für einen amtierenden Kanzler ein Armutszeugnis, oder? Ja, er kann auch nur sagen, er macht es auch spannend. Ja. Weil jede Woche ändert sich es. Manchmal kommt er dem Herbert Kickl in den Rohdaten näher oder sehr nahe. Oder ist sogar in der Hochrechnung fast gleich auf. Und dann wieder geht es auseinander. Also auch das ist spannend. Und ich glaube, dass man zum momentanen Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht sagen kann. Durchaus interessant sind natürlich die 40%, die überhaupt keine Meinung dazu haben. Schauen wir uns die Rohdaten kurz an. Genau, die sind in den Rohdaten sind 40% unentschlossen. Das ist mehr als zwei Drittel. Also stabil unentschlossen. Mehr als ein Drittel der Wähler. Also da wäre schon noch einiges zu holen bei den Unentschlossenen. Und daher würde ich einmal sagen, dort muss man ansetzen. Und natürlich auch bei den eigenen Leuten, die offensichtlich im Moment sehr abwartend sind und auch auf Signale warten, was die jeweilige Partei oder die jeweiligen Spitzenkandidaten zu bieten haben. Wenn man dem folgt, nämlich diesen 40%, das ist ja eigentlich das, was der Peter Westenthaler meint, wenn jetzt eine der Parteien, SPÖ, ÖVP, ihren Spitzenkandidaten austauscht, wäre da ja eigentlich was drinnen. Da könnte man mit einem attraktiven Spitzenkandidaten durchaus was holen, oder? Ja. Wie sehen Sie das? Ich komme gleich dazu. Ich finde es noch echt lustig, wie die beiden da mit diesen Ergebnissen von Spannung sprechen. Mir erinnert es, vorigen Sonntag war der Oscar-Filmpreisverleihung und um den Oscar herum gibt es auch immer die Goldene Himbeere. Das ist der Preis für den schlechtesten Film. Und wisst ihr, was lustig ist? Alle Regisseure, die Goldene Himbeere erreichen, also die schlechtesten Filme, sprechen immer von, mein Film ist extrem spannend. Also ihr habt das übernommen. Ist jetzt das neue Wort spannend? Ist das neue Wort für Minus und wir verlieren? Nein, finde ich echt lustig. Ja, aber da ist es auch ernst gemeint. Was da spannend sein dran soll, weiß ich nicht. Wenn ich da herumgucke, da unten bei diesen Taten, spannend ist da nichts. Aber er freut sich an der Goldenen Himbeere. Ja, beide Kandidaten sind fertig. Die sind am Ende. Nicht besser. Ein Andreas Babler, der 9 Prozentpunkte hinterm Herbert Kickl liegt. Aber noch immer 4 Prozentpunkte hinterm schwächsten Kanzler aller Zeiten, das kommt ja auch noch dazu, und da gebe ich da schon recht, noch nie gab es einen schlechter bewerteteren Kanzler, nämlich von der Bevölkerung schlechter bewerteten Kanzler als Nehammer. Denn seine Kanzlertaten, die kannst du nehmen und kübeln. Das ist vorbei. Da geht es ja nur mehr darum, wann das Ende ist. Ja. Da geht es um den Zeitpunkt, ob die ÖVP das auch erkennt. Schaut nicht so aus. Vielleicht erkennen sie es noch. Und ja, ich gebe auch recht, beide Parteien, bin ich der Meinung, sowohl ÖVP als auch SPÖ, beide Parteien hätten mit einem Personalwechsel an der Spitze die Chance, ein deutlich besseres Ergebnis einzufahren. Und warum? Weil es schlechter nicht mehr geht.
Das heißt, die können ja nur zulegen. Und weil du dann auch ein gewisses Momentum bekommst, du bekommst ein Momentum, und zwar jede Partei, schließe ich keine aus, die, wenn sie schlecht unterwegs ist, ihr Personal austauscht. Passiert ja über im Sport, ein Trainer, der dreimal verliert, wird austauscht. Kommt ein neuer Trainer und oft geht es dann besser. Es ist so. Aber wenn man auf Bestehen geht und sagt, na, das ziehen wir jetzt durch und wir fahren gegen die Wand, so wie das ÖVP und die SPÖ derzeit machen, wird es nicht funktionieren. Und daher glaube ich schon noch, dass spätestens nach der EU-Wahl, wenn dann so ein ähnliches Ergebnis rauskommt, die Alarmglocken schrillen werden, dann hat man ja auch noch mehr, wie lange ist das dann, 5-4 Monate zur Nationalratswahl, es ist schon verdammt eng, aber man kann es trotzdem noch ändern und man könnte es verbessern. Ich würde es da keine Ratschläge geben, weil dafür bin ich nicht zuständig, aber mit diesem Personal, und das kann man jetzt, wann haben wir die Wahl? In 6 Monaten, also ja, Nationalratswahl, in 6 Monaten kannst du das, was sich hier seit 1,5 Jahren in den Umfragen abzeichnet, nicht mehr verändern in diesem Personal. Du brauchst was Neues, du brauchst eine Erneuerung, du brauchst einen Schub. Bitte. Und der Josef Tschapp, der als edler Parteiritter hier immer den Babler unterstützt und verteidigt, den er gar nicht gewählt hat und gewählt würde, das ehrt ihn als Person, schätze ich auch sehr, weil immerhin ist er da auf der Linie. Aber auch Josef wird erkennen und alle anderen, dass das mit dem nicht mehr geht und mit dem haben wir sowieso nicht. Schau, man könnte jetzt bei allen Parteien immer über Alternativen reden. Ja, ist überhaupt keine Frage. Beim Nähern sage ich immer der Brunner, der jetzige Finanzminister, oder ich sage statt dem Kogler die Lena Schilling, oder ich sage statt der Meindl Reisinger der Helmut Brandstätter. Aber was macht dich so sicher, ich sage das jetzt ganz im Respekt. Jetzt sag bloß, du wirst mit 27% den Kickl austauschen. Nein, da lachen nein, dann die nein. Erstens kann ich niemanden dort austauschen. Ja. Zweitens einmal, ich würde nur nein, ich eine vor, reine Frage, so wie du als Analyst und Experte, so sitze ich da auch als Analyst und Experte. Ja, viel Spaß. Was macht dich so sicher, dass nicht bei einem allfälligen Wahlergebnis ein Hofer oder eine Swarzeck mehr Stimmen kriegt als der Kickl? Nur eine Frage, bleib ganz cool. Ich will nicht wieder beim Zahnarzt sitzen. Bleib ganz cool. Josef, was macht es so sicher? Es gibt einen Spitzenkandidaten und einen Parteiobmann, der mit überwältigender Mehrheit gewählt ist. Der heißt Herbert Kickl und zum Unterschied von Babler und Nehammer ist er extrem erfolgreich. Ja. Seit 1,5 Jahren, von einem Erfolg in den Umfragen zum anderen, ist permanent Nummer 1. Jetzt frage ich dich, jetzt du einen Kandidaten austauschen, der ständig Nummer 1, Primus inter pares ist, denkst du den austauschen? Nein, ich meine, das ist ja lächerlich, die Diskussion. Dass die FPÖ, da gibt es ja schon recht, dass die FPÖ neben Herbert Kickl ein hervorragendes Team anhat, ein hervorragendes Team anhat, was nicht immer der Fall war, sehr breit aufgestellt ist, das ist ja, spricht ja auch für die Partei und ist natürlich auch ein Teil des Erfolges. Etwas, was sich die SPÖ wünschen würde eigentlich, ne? Weil die haben ja den einzigen, der ein bisschen eine Chance gehabt hätte, vielleicht in den Wahlen da heranzukommen, den haben sie in den Krieg geschickt, den Herrn Doskozil. Derjenige, der von der sozialdemokratischen Parteibasis auf Nummer 1 gewählt worden ist, den schicken sie weg und dann holen sie sich so jemanden, so einen Hobby-Marxisten wie den Herrn Babler, der aber überhaupt niemanden mitreißen kann. Also da ist so viel im Argen und ich kann nur sagen, ich habe auch gerne einen Wettbewerb und ich habe auch gerne durchaus Kopf an Kopf rennen und alles, was da, nur es findet halt nicht statt mit diesen beiden Kandidaten und das ist eigentlich auch nicht so gut, das ist eigentlich schade, weil das wäre spannender, wenn es da enger zuginge, aber es ging nicht, es geht eben nicht enger zu, weil beiden Kandidaten die Luft ausgeht, das ist der Punkt. Ich sage jetzt nichts mehr, weil also, ich habe schon alles gesagt. Gut, dann machen wir noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann schauen wir uns die Vertrauenswerte der Parteien an. Die schauen auch nicht wirklich berauschend aus, aber in dem Fall bei allen Parteien, woran das liegt, können wir gleich analysieren. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer. Josef Tschapp, Maria Rauch-Gallert und Peter Westenthaler sind zu Gast und wir schauen uns die Vertrauenswürdigkeit der Parteien an. Und der Josef Tschapp hat, ich hoffe, ich darf das zitieren, bevor die Kamera on air gegangen ist, gesagt, das sind alle im Eimer. Ja, lauter Plus bei der Nicht-Vertrauenswürdigkeit. Trifft es ganz gut. Schauen wir es uns vielleicht kurz an. Die ÖVP mit einem deutlichen Absturz in dieser Woche. 59% sagen, die ÖVP ist nicht vertrauenswürdig. Plus 5 Prozentpunkte
SPÖ um 2 Prozentpunkte schlechter als in der Vorwoche, FPÖ um 1 Prozentpunkt schlechter, Grüne sogar um 5 Prozentpunkte schlechter als in der Vorwoche und auch die Neos um 4 Prozentpunkte schlechter. Jetzt muss man sagen, wenn man sich das anschaut, müsste man ja eigentlich daraus schließen, wir haben gestern schon einmal darüber diskutiert, Herr Westenthaler, dass vielleicht doch das Bild, das derzeit bei vielen Menschen ankommt, ist, alle Parteien am Dreck am Stecken, jeder bewirft sich irgendwie im Rahmen der Urschüsse und generell und irgendwie hat man anscheinend zu keiner Partei wirkliches Vertrauen. Ja, es könnte man so sehen, auf der anderen Seite muss man es auch relativieren, weil diese Werte immer so sind. Also da ist ja kaum ein Unterschied zu den vergangenen Monaten. Und soweit ich informiert bin, geht es ja da nicht darum, diese beiden Seiten irgendwie sich anzuschauen, sondern da geht es immer um die Differenz von Woche zu Woche. Und wenn man da anschaut, die Differenz, naja, dann gibt es halt nur eine einzige Partei, tut mir leid, dass es schon wieder die Freiheitlichen sind, aber eine einzige Partei, die ein Plus in der Differenz hat, alle anderen haben ein katastrophales Minus. Auch ein Plus im Minus. Naja, schon, aber das ist ja ganz selten bisher, dass eine Oppositionspartei, die polarisiert, ja, das ist so, das ist ja gar nicht zu verhehlen, und das sieht man auch in den Daten, aber trotzdem, was die Vertrauenswürdigkeit anbelangt, die Nummer 1 ist bei 23%, nämlich die Nummer 1 auch vor Regierungsparteien. Wie kannst du denn politisches Vertrauen aufbauen, indem du Politik umsetzt? Und das geht's. Und natürlich ist die Vertrauenswürdigkeit, ich sage dazu, mit dem Wert der Authentizität, das ist auch wichtig, die beiden Punkte sind für die Politik meiner Meinung nach die wichtigsten Assets, ist entscheidend. Und nur da hat die Freiheitliche Partei zulegen können, währenddessen alle anderen deutlich verlieren. Und das hängt dann schon wieder zusammen, jetzt bin ich wieder bei meinem Ursprungsthema, jetzt schließt sich der Kreis, mit der Hetzkampagne und Diffamierung, die da jetzt seit ein paar Tagen, was die treibt, diese ÖVP, bis hin zu Unterstellungen, das muss man sich einmal vorstellen, man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, zur Unterstellung, der Herbert Kickl hätte, als er Minister war, das ist ja, glaube ich, 13 Monate waren es, hätte dort ein Gagenparadies veranstaltet und seine Mitarbeiter fürstlich bezahlt. Und dann kommt man draus, dass das rechtlich gar nicht möglich ist, weil ein Ministerium setzt sich aus Beamten zusammen und alles, was dort verdient wird, ist geregelt im gesetzlichen Beamtendienstrecht. Und da kann der Minister überhaupt nicht eingreifen. Das ist Sache des Parlaments, da Gehälter zu verändern. Der Minister kann im Gehaltsschema der Beamten agieren, er selber ist ja da auch drinnen dann, und da gibt es keine Paradiese, und der Rechnungshof hat das geprüft und angezeigt ist worden und ist alles zurückgelegt worden. Da stellt sich dann heraus, es ist eigentlich alles korrekt und ist Usus, na klar, wenn es Beamtendienstrecht ist, wie in allen anderen Ministerien, übrigens auch der ÖVP in der damaligen Zeit, das muss man sich auch vorstellen, die ÖVP war in der Koalition mit den Freiwilligen, und da kommt die ÖVP daher und beginnt zu schütten. Also die schütten sich ja selber an damit, und so gibt es auch eine Nivellierung der Politik, wenn man das macht. Wenn man das in Frage stellt und sagt, wow, und jetzt stellen wir auch die Beamtengehälter alle in Frage, kann man machen, kann man alles machen. Und kann man dumm schütten, wie furchtbar das ist, weil einer eine Zulage hat, weil er Kabinettschef ist. Kann man machen. Es ist aber rechtlich gedeckt und man tut seinen eigenen Berufsstand nicht gut. Die ÖVP ist jetzt gerade dran, letzter Satz, die macht das nach dem Motto, wir gehen gerade unter, blub, 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 Titanic, wir gehen unter. Und jetzt reißen wir alle anderen mit, damit die ganze politische Kaste mit uns untergeht. Viel Spaß, ÖVP. Politik der verbrannten Erde. Politik der verbrannten Erde. Ja. Absolut. Und daher muss man da immer differenzieren, unterscheiden. Und wenn, dann muss man glaubwürdig letztendlich da Kritik einbringen. Und ich weiß nicht, in unserer Zeit wurde nicht eingeführt, diese Position des Generalsekretärs in den Ministerien, das halte ich für das Gift. Der berühmte Thomas Schmidt, ja, war Generalsekretär im Finanzminister, das war die Drehscheibe. Ja, dort hat man dann in den Chats war dann alles abzulesen. Also das halte ich für äußerst bedenklich. Und auch wie ist dann Kabinett im Verhältnis zu den Beamten und letztendlich zur Behörde? Ja, das hat der Peschan, glaube ich, sehr gut beschrieben, der da immer eine sehr genaue Analyse bringt. Und das sind Entwicklungen, die finde ich nicht positiv, die das Vertrauen nicht stärken, nicht fördern, gar nichts. Und ansonsten ist das alles, was die Vertrauenswürdigkeit betrifft, verbesserungswürdig. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die gesamtwirtschaftliche Situation eine ist, die nicht nur in Österreich ihre Wurzel hat, dass es so ist, wie es ist. Da spielt schon noch der Ukraine-Krieg eine Rolle, da spielt der Wirtschaftskrieg der großen Supermächte eine Rolle, da spielt eine Europäische Union, wo es die oft nicht auskennst, in welche Richtung will sich die eigentlich entwickeln. Ja. Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich kritische Anmerkungen und ich finde,
Es ist meiner Meinung nach, wäre es besser, wenn es da und für eine Regierungspartei ist es überhaupt jämmerlich. Also aber jetzt muss man eh sagen, die Stimmung gegenüber Politikern war nie besonders gut, aber das ist schon besonders schlecht derzeit. Es ist sicher besonders schlecht, aber ich muss nur noch einmal wiederholen, die Wehleidigkeit der beiden, die jetzt 2 Jahre lang in Untersuchungsausschüssen im Parlament die ÖVP vor sich hergetrieben hat und geprügelt hat, mit allen Anfeindungen. Gibt es ja Ergebnisse, ja, Rücktritte. Bis jetzt sind zum Teil zum Beispiel Blümel freigesprochen worden, Sobotka freigesprochen worden. Die ganze Regierungsmannschaft musste zurücktreten aufgrund der Ausschüsse der Ergebnisse. Das ist ja ein großer Erfolg eines Untersuchungsausschusses. Ob es damit besser geworden ist, würde ich jetzt mal bezweifeln. Das heißt, die Wehleidigkeit sollte man sich ein bisschen hintanhalten. Ich gebe dem Josef Czap diesbezüglich recht, als es Gott sei Dank, oder nicht Gott sei Dank, sondern leider nicht nur in Österreich so ist, sondern in ganz Europa und weltweit die Situation nicht besonders erfreulich ist, insbesondere was die Auseinandersetzung der beiden großen Blöcke anbelangt, Amerika und USA. Und die Wahl, die in den USA bevorsteht, die ja auch nicht wirklich große Hoffnungen lässt, weil egal, wer gewinnen wird in den USA, es wird ein alter Mann sein. Und ich glaube, da ist die Situation, die auch die beiden großen Blöcke mit Russland und den Drohungen, die Wladimir Putin, der ja auch gerade gewählt wird, da wird es auch keine Überraschungen geben, weil die drei Kandidaten, die da gegen ihn antreten, sind praktisch nur mehr Marionetten, die halt sozusagen den Anschein einer demokratischen Wahl hochhalten sollen. Und das wirkt sich natürlich auch auf ein Land wie Österreich aus, das wirkt sich auf die Europäische Union aus. Und wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine und der, so wie es aussieht, wird länger dauern. Wir haben immer noch die Auseinandersetzung in Israel, die auch schon manchmal in den Hintergrund rückt, sollte man auch nicht vergessen. Also das alles trägt natürlich dazu bei, dass die Menschen nicht wirklich überzeugt sind, dass im Moment die Politiker, die Politikerinnen das Heft fest in der Hand haben und auch wirklich das in gute neue Wege führen. Aber der Adenauer war alt und gut. Der Charles de Gaulle war alt und gut. Man kann auch der Bruno Kreisky war alt und gut. Und wir zwei sind alt und jung und gut. Wir drei natürlich. Diesmal gebe ich dir, ja, es ist alles furchtbar. Ukraine und USA und Israel, alles wird jetzt hervorgeholt, wenn es in Österreich keine gute Stimmung gibt. Maria, es gibt einen Schatz, den haben wir nicht gesagt, aber der war in der Umfrage. Und zwar, man hat die Menschen gefragt, nicht nach USA, Ukraine und Israel, sondern wie gut ist der österreichische Bundesregierung? Da können wir uns eh anschauen. Vielleicht können wir das noch einblenden. Wie gut ist der österreichische Bundesregierung? Na, alter Schwede, ja, bist denn du wahnsinnig? -5% auf der Gutseite, +3% auf der Schlechtseite. 51% mehr als jeder Zweite in dem Land sagt, diese Regierung ist schlecht. Und 32% sogar sehr schlecht, das heißt ein Drittel. Und nur 19%, das heißt unter 20%, sagen, die Regierung ist eher gut oder gut. Also das ist ja zum Genieren und das hat mit Russland und Ukraine und Israel null zu tun, sondern das ist die Arbeit, das Auftreten und das Erscheinungsbild einer Regierung, die abgedankt hat, die an den Menschen vorbei regiert, die keine Empathie hat, die nicht weiß, welche Probleme die Menschen haben, die am Ende die Menschen im Stich lässt und dann kommt so ein Ergebnis raus. Und das ist der Stoff, aus dem dann auch die Umfragen und die Wahlniederlagen für die Regierung gemacht wird. Ganz einfach. Ein ganz einfaches Spiel und von dem erholst du mit Verlaub in 6 Monaten nimmer mehr. Also so ein Wirtschaftswunder und so, ja, wenn es die Personen auswächst, haben sie eine Chance, haben sie eine Chance. Aber da kommt ja dann noch der Kogler und das alles auch noch dazu. Das ist ja, das haben wir noch heute noch gar nicht besprochen. Also eine katastrophale Stimmung gegenüber den Regierenden. Und ich sage ja, die Umfragen in dem Fall werden halt nicht lügen. Ne? Aber weißt, wenn man nichts unternimmt,
Also wenn ich zuschaue, die Atomenergie wieder zum Leben erweckt wird, auf europäischer Ebene, wenn ich nicht dahinter bin und frage, es kommen wieder 50 Milliarden in Richtung Ukraine, was Geschichte mit dem Geld, was passiert, gibt es Transparenz, wird die Korruption dort wirklich effizient bekämpft und so weiter. Das muss ich schon auch fragen. Ja? Welche Schritte setze ich zum Beispiel auch jetzt gegenüber dessen, was die da von dem Cyberkrieg und alles mögliche, was von dem Putin ausgeht, was man überall liest. Ja? Ich bin da der Meinung, der ist sowieso für Russland ein Unglück und nicht nur für Russland. Ja? Aber, und das spielt schon eine Rolle. Und wenn ich die Friedensfrage, die Neutralitätsfrage, wenn ich darüber philosophiere, ob bei uns auch Raketen abgeschossen werden, womöglich nur mit Atomsprengköpfen, ja, da fürchten sich die Leute. Schweres Kriegsgerät durchs Land in die Ukraine durchfährt, das lassen sie auch noch zu. Richtig. Wenn ich das alles akzeptiere, ja, und wenn ich dann sozusagen an nichts unternehme, wo ich nachweislich Einfluss nehme auf die Verbesserung der Lebenssituation der Menschen, auch mit ungewöhnlichen Methoden und Schritten. Ja? Von mir aus greife ich in die Märkte ein. Warum denn nicht? Ja? Also, aber das geschieht alles nicht. Und dann sitzen die da und wundern sich, wenn es dann so schlecht aussteht. Das ist eine katastrophale Bilanz. Darf ich da, muss nur zum Peter Westenthaler noch was sagen, weil er mit gestern vor allem mit so einem schweren Kriegsgerät gekommen ist. Mhm. Peter, du weißt schon, aufgrund welches Gesetzes. Das wirst du mir jetzt gleich sagen und ich sage dir dann meine Theorie. Das Truppen Durchführgesetz oder Truppenaufenthaltsgesetz. Kenne ich gut, sehr gut. Ja, das war es nämlich wann darf mitgemacht, 2001. Wann darf man durchfahren? Nämlich der Herbert Scheibner. Jetzt bin ich gespannt. Man darf aufpassen, immer das kenne ich am Punkt, genau ja, das Gesetz. Eben, er hat es nämlich mitgemacht. So, also das zitieren wir das. In einer SPÖ, in einer ÖVP-SPÖ-Regierung ja? Okay. Herbert Scheibner. Also wann darf man soll wirklich wann jetzt so ein? Jetzt wird es ganz lustig. Dieses Gesetz regelt, wann immer sich fremde Truppen auf österreichischem Gebiet aufhalten dürfen. Und wann dürfen sie das? Und wann immer, immer nach Bewilligung, es muss immer gemeldet werden, wird auch immer einzeln bewilligt und wird auch, aber es ist ein Gesetz, das ihr gemacht habt, also ein FPÖ-Minister, aber du kennst das offenbar nicht, oder? Herbert Scheibner. Nicht wirklich? Nein, ich habe es nicht gelesen. Na, dann erzähle ich das jetzt. Ja? Weißt du, was dieses Gesetz regelt? Ja. Ein Punkt auf Beistrich, weil wir haben es geschrieben. Ja. Ich schreibe mit. Es dürfen dann ausländische Soldaten durch unser Land mit ihren Wagerln fahren. Erstens, wenn sie es genehmigt bekommen von einer Regierung, Punkt 1. Und zweitens, ausschließlich aufgrund von Übungszwecken, etwa für Übungen oder Sportzwecke. Beides steht im Gesetz. Und der Transporter, den du angesprochen hast, ist von Slowenien nach Deutschland gefahren und hat Munition. Sie dürfen nicht, es darf kein Kriegsgebiet angefahren werden durch Österreich. Steht ganz klar drinnen. Ach so, ein Last, jetzt wird es ganz lustig. Ein LKW voll beladen mit Munition fährt zu einer Übung. Das heißt, die schießen bei einer Übung mit scharfer Munition auf sich. Meinst du das wirklich? Dieser LKW war bestimmt für Kiew, für die Ukraine die scharfe Munition, nicht für eine Übung der NATO. Und das ist zu kritisieren, weil mit diesem LKW österreichische Bevölkerung gefährdet worden ist. Es ist ein Unfall passiert. Man musste weiträumig absperren, weil am Anfang gar nicht klar war, welche scharfe Munition sich darauf befindet. Sprengmaterial. Es war ein Schussmunition. Und lieber Maria, die NATO, weil gesagt worden ist, der fährt zur NATO-Übung. Die NATO schießt nicht auf sich selber bei einer Übung. Dieser LKW, so hat sich nachher herausgestellt, war unterwegs ins Gerät. Nein, umgekehrt, von Deutschland nach Slowenien. Der hat sich verfahren, weil er von der Autobahn runtergefahren ist, der Verrückte, und ist da irgendwo hängen geblieben in die Masten. Das war ein Transport für den Ukraine-Krieg. Es war ein eklatanter Bruch der Neutralität, was diese Regierung jeden Tag macht. Und daher keine Übung. Und das Gesetz, was ich selber mitverhandelt habe, hat damit überhaupt nichts zu tun. Doch. Weil das war kein Sportwagen, der da durchfährt oder Übungswagen mit scharfer Munition. Sicher nicht. Regierung höhlt die Neutralität aus, übrigens auch mit Sky Shield. Ja. Sie wollen noch mal was sagen? Ich wollte nur sagen, er ist von Slowenien nach Deutschland gefahren. Also das, was er hier behauptet. Falsch, umgekehrt. Nicht. Ich habe extra heute nachgefragt. Du hast eine falsche Information. Im Ministerium, das glaube ich nicht. Oh ja, die kennen Sie ja nicht aus. Ja, das glaube ich schon. So. Das war's. Also die wollten haben, dass ich wieder was sagen. Dass diese Regierung leichtfertig mit der österreichischen Neutralität umgeht, ist Faktum. Ja. Weil allein zu diskutieren, ich mache da mit bei dem Sky-Shield und bis an die Grenze, ich bin auch dafür, wir haben ein Wertegebäude und das Wertegebäude ist natürlich auch wirklich zu leben. Ja.
Aber schon bei den Sanktionen war es manchmal hart an der Grenze. Ja, ist das überhaupt sinnvoll? Wo bringen die was? Die meisten Sanktionen haben nichts gebracht. Jetzt denken sie über neue Sanktionen nach. Mir geht es nur um eines, dass diese Regierung mitwirkt, dass wir nicht hineingezogen werden in einen Sog eines quasi indirekten Kriegsteilnehmers. Das interessiert mich nicht. Absolut. Und schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass ein paar herumphilosophieren über atomare Eskalation. Das brauche ich schon überhaupt nicht. Ein Atomkrieg, und das ist der Putin natürlich auch einer, der dauernd um dumm spielt. Ja. Der hat ja, ich meine, das ist überhaupt der Beste, ja, mit einer vollen Hosen, tut er mal dumm. Ja. Und in Wirklichkeit hat er bei weitem, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich muss doch nicht jetzt da von der Seite der NATO und dauernd und versuchen, jetzt kommt die Taurus-Debatte in Deutschland, bis tief in einer Russland, dass man Drohnen reinschickt von NATO, dass man NATO-Soldaten hinschickt, wie einzelne, drei Regierungen gibt es schon, die sagen, NATO-Soldaten sollen in dem Krieg mitmachen. Warum? Es endet in einem großen Krieg. Und das endet nicht mit der Führbarkeit von Atomwaffen, sondern mit der totalen Auseinandersetzung mit Atomwaffen. Und da kann keiner, und da müssen diese Bundesregierung permanent einen Hungerstreik für Waffenruhe und Friedensverhandlungen machen. Wer sind die größten Kriegstreiber auf europäischer Unionsebene? Die Bürgerlichen, die Schwarzen, die von der Leyen und die Grünen. Das sind derzeit, was ja überhaupt der Christa Wiesner ist. Annalena Baerbock und von der Leyen. Baerbock, von der Leyen, und die gilt es am 9. Juni abzuwählen. Ja. Weil die braucht man nicht, dass die uns in einen Atomkrieg einführen. Ich bin für Solidarität. Ich bin auch dagegen, dass man mit die Band zu einem Land einfordert und sagt, Kontakt, da bin ich eigentlich, gehört ja zu uns und ihr müsst so leben, wie wir wollen. Da brauchen wir gar nicht reden. Ja? Und dass da Verbrechen begangen werden, ist auch richtig. Aber was ich nicht will, ist, ja, und da hätte man damals, noch vor Ausbrechen der Kriegshandlungen, hätte man unter Umständen für die Ukraine günstigen Friedensvertrag Ukraine-Russland gehabt, vor Ausbrechen des Krieges. 100%. Und wurde in die Luft gejagt. Ja? Und da muss ich sagen, das ist wirklich verwerflich. Fertig. Gut, für heute sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Dann geht es hier aber gleich weiter und dann ist der Innenminister zu Gast, Gerhard Karner. Und dann sprechen wir über das Waffenverbot, das kommen soll jetzt, das generelle Waffenverbot. Wie soll denn das jetzt wirklich aussehen konkret? Wie stellt er sich das vor? Wo soll das gelten? Wird er gleich beantworten. Nach einer kurzen Werbepause geht es weiter.